Ich glaube, wenn man Kunst danach misst, ob sie Wirkung hat, dann ist man von vornherein auf verlorenem Posten. Also dann würde man ja auch sagen, Guernica ist ein scheiß Bild, weil es hat den wirklich nicht verhindert. Also ich glaube, das würde die Kunst maßlos überfordern, wenn man immer nur fragt, verändert es was? Und jetzt auch mal platt gesagt, es ist letztlich auch im bestimmten Sinne nicht die Aufgabe der Kunst. Also gesellschaftliche Verändern ist schlichtweg immer noch die Aufgabe der Politik und davon sollte man die auch nicht entlasten. Aber trotzdem, denke ich, sollte man in der Kunst auch vor der eigenen Hütte kehren und gucken, was ist da eigentlich, und für mich wichtiges Wort ist das der Notwendigkeit, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist da eigentlich notwendig? Und warum, was betrifft mich eigentlich? Das Wort Interesse meint wörtlich betreffen. Was betrifft mich eigentlich? Und es ist leider so, dass im Moment kaum etwas mehr betrifft als Klimakatastrophe. Und das in zunehmendem Maße. Und da finde ich, und ich finde, es führen immer mehrere Wege nach Rom. Und ein Modus von Kunst ist nun mal etwas darzustellen. Und da finde ich ja dann aber auch wichtig, was wird dargestellt. Das ist kein Argument gegen Projektkunst oder so. Ich finde da auch eine Skulptur von Olaf Metze sehr wichtig und ich finde auch ein gutes Video wichtig. Aber nicht gleich nach Wirkung fragen.